Ich schaue mal in den Saal rein. Hier wird es gleich losgehen, meine Damen und Herren, nämlich mit der zweiten und dritten Lesung der Musterfeststellungsklage. SPD und CDU, CSU haben sich nach der ersten Lesung noch auf zwei, drei Änderungen verständigt. Darum wird es gleich gehen. Etwas später geht es dann um die Frage Menschenrechte und Russland. Ja, und gleich am Anfang wurde angekündigt, dass der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der, glaube ich, immer noch nicht da ist, wir können mal reinschalten, hier noch etwas sagen will, unter anderem zu den Vorgängen der vergangenen Woche, aber das werden Sie gleich selber hören. Ja, und die offene Frage, die politische natürlich hier im politischen Berlin ist, wird der heutige Tag, der ohnehin schon extrem lang angesetzt ist im Deutschen Bundestag, wir von Phoenix übertragen bis 20 Uhr, wird denn dieser Tag heute noch verlängert, indem nämlich der Bundestag unterbrochen wird für eine Sondersitzung der Unionsfraktion? Das ist noch nicht ganz klar. Sie haben es mitbekommen, die Ministerpräsidenten sind heute Nachmittag zunächst bei der Bundeskanzlerin. Da wird über die Flüchtlingsfrage diskutiert werden. Und es könnte natürlich auch sein, dass man dann erst morgen früh vor der eigentlichen Sitzung diese Sondersitzung abhält. Oder vielleicht gibt es auch gar keine Sondersitzung, das ist schwer zu sagen. Ich schaue hier nach wie vor mal interessiert auf das Bild und bin etwas verwundert, denn es geht noch nicht los. Und weil ich das gerade so kryptisch angedeutet habe und wir hier die beiden Fraktionschefs der AfD sehen, in der Tat ist es so, dass Wolfgang Schäuble, der Bundestagspräsident, etwas zu dem Auftritt der AfD in der vergangenen Woche sagen will. Und Sie sehen es, das Hohe Haus erhebt sich, wenn der Bundestagspräsident kommt, so ist das hier üblich. Das ist der oberste deutsche Gesetzgeber, das sind die von uns gewählten Abgeordneten. Und hier muss ein gewisser Stil herrschen und so ist es immer gewesen und so wird es bleiben. Das wird zumindest Wolfgang Schäuble gleich sicherlich auch sagen. Bitte nehmen Sie Platz. Guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. Wir müssen vereinbart in die Tagesordnung noch die Wahl von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats des deutsch-französischen Jugendwerks durchführen. Die Fraktion der CDU-CSU schlägt vor, den Kollegen Matern von Marschall als ordentliches Mitglied des Verwaltungsrats zu berufen. Die Fraktion der SPD benennt für dieses Gremium die Kollegin Dr. Daniela de Ritter als stellvertretendes Mitglied. Stimmen Sie diesen Wahlvorschlägen zu? Das ist offenkundig der Fall. Dann ist der Kollege von Marschall als ordentliches und die Kollegin Dr. de Ritter als stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. Dann gibt es eine interfraktionelle Vereinbarung, die Tagesordnung, um die in der Zusatzpunkteliste aufgeführten Punkte zu erweitern und der Frist für den Beginn der Beratungen soll soweit erforderlich abgewichen werden. Den Tagesordnungspunkt 12, abschließende Beratung des Antrags Christenverfolgung stoppen und sanktionieren, wird abgesetzt. Und stattdessen soll der Antrag auf der Drucksache 2730 mit dem Titel für eine Angleichung der Renten von Vertriebenen und Aussiedlern und Spätaussiedlern mit einer unveränderten Debattenzeit von 38 Minuten beraten werden. Des Weiteren wird der Tagesordnungspunkt 13, Antrag Zinssatz für Nachzahlungszinsen senken, abgesetzt. An dieser Stelle soll der Antrag auf der Drucksache 2518 mit dem Titel Straftaten und Gemeinnützigkeit schließen sich aus mit einer ebenfalls unveränderten Debattenzeit von 38 Minuten aufgerufen werden. Sind Sie mit diesen Vereinbarungen einverstanden? Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, am vergangenen Freitag hat ein Mitglied dieses Hauses, nachdem ihm von der amtierenden Präsidentin das Wort erteilt worden war, versucht, aus Anlass des fürchterlichen Mordes an einem 14-jährigen Mädchen durch demonstratives Schweigen eine Art Schweigeminute herbeizuführen. Nach unserer Geschäftsordnung wird Abgeordneten das Wort erteilt, damit sie zur Sache sprechen können. Die Worterteilung bedeutet nicht, dass der Abgeordnete, dem das Wort erteilt wurde, über seine Redezeit frei verfügen darf. Er ist auf Wortbeiträge beschränkt. Unabhängig davon liegt es in der Kompetenz des Präsidenten, über Schweigeminuten und Gedenkworte im Plenum zu entscheiden, denn er vertritt nach § 7 Absatz 1 der Geschäftsordnung den Deutschen Bundestag. Präsidium oder Ältestenrat sind Gremien für entsprechende Anregungen von Seiten der Fraktionen. Ein einzelner Abgeordneter
darf den Bundestag nicht durch einen eigenmächtigen Aufruf zu einer Schweigeminute für seine Zwecke vereinnahmen wollen, auch nicht eine einzelne Fraktion. Entsprechend hat die amtierende Präsidentin, die Kollegin Claudia Roth, am vergangenen Freitag den Abgeordneten wiederholt zur Sache gerufen und nachdem er dem nicht gefolgt ist, ihn aufgefordert, das Rednerpult zu verlassen. Unmittelbar nach dem Vorfall im Plenarsaal wurde auf den Seiten der AfD-Fraktion in einem sozialen Netzwerk, in deren Impressum die Kollegin Dr. Weidel und der Kollege Dr. Gauland aufgeführt werden, ein Video des Vorgangs veröffentlicht und mit folgenden Worten kommentiert. Ich zitiere: Ansehen und Teilen, entlarvende Reaktionen seitens Claudia Roth und der anderen Fraktionen. Soeben nutzte die AfD-Fraktion die Gelegenheit, der in Wiesbaden von einem abgelehnten Asylbewerber getöteten Susanna 14 im Bundestag zu gedenken. Lediglich die AfD-Fraktion beteiligte sich hieran. Sitzungspräsident Claudia Roth ignorierte die Schweigeminute und verwies Thomas Seitz, AfD, vom Rednerpult. Soweit das Zitat. In der Folge wurde Frau Vizepräsidentin Roth in dem sozialen Netzwerk in zahllosen Kommentaren, in E-Mails und telefonischen Anrufen verleumdet, beleidigt und bedroht, zum Teil auf eine Weise, die mich veranlasst hat, polizeiliche Schutzmaßnahmen für sie prüfen zu lassen. Die Inszenierung vom vergangenen Freitag hatte nicht nur die beschriebenen Persönlichkeitsverletzungen zur Folge. Sie betrifft auch das Verfassungsorgan Deutscher Bundestag. Mit dessen Würde ist es nicht vereinbar, wenn auch nur der Anschein der Instrumentalisierung der Opfer von Verbrechen entsteht. In meiner Rede zur konstituierenden Sitzung des Bundestags habe ich gesagt, dass wir als Abgeordnete des ganzen Volkes im Sinne von Artikel 38 Grundgesetz eine Vielzahl von Interessen, Meinungen und Befindlichkeiten mit den Begrenztheiten und der Endlichkeit der Realität zusammenbringen müssen. Da ist Streit nicht nur erlaubt, es geht nur über Streit. Den müssen wir führen und den müssen wir aushalten, ertragen. Demokratischer Streit ist notwendig. Auch leidenschaftlicher und auch polemischer Streit. Wenn Sie mich weiter unterbrechen, rufe ich Sie zur Ordnung. Aber dieser Streit ist ein Streit nach Regeln und er ist mit der Bereitschaft verbunden, die demokratischen Verfahren zu achten. Es gehört zu unserer Verantwortung, dass wir aus der Erfahrung unserer Geschichte lernen, wie leicht verantwortungsloser Streit zu Hass und einer Eskalation von Gewalt führen kann. Was wir hier sagen und wie wir uns verhalten, hat Folgen auch für die öffentliche Debatte in unserer Gesellschaft. Es kann vorbildlich sein für eine zivilisierte Auseinandersetzung. Es kann aber auch Anlass sein für Hass und Hetze, für Verrohung bis hin zu schlimmsten Formen von Gewalt. Wir müssen Maß halten, um unser politisches und gesellschaftliches Klima nicht zu vergiften. Zum Wohle des deutschen Volkes, das zu vertreten wir beauftragt sind. Jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 3 und den Zusatzpunkt 2. Zweite und dritte Beratung der von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD sowie von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwürfe zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage und zweite und dritte Beratung des von der Fraktion Bündnis 90 die Grünen eingebrachten Gesetzentwurfs zur Einführung von Gruppenverfahren sowie Beratung des Antrags der Fraktion der FDP mit dem Titel Datenschutzgrundverordnung. Zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, CSU und SPD liegen ein Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke und zwei Entschließungsanträgen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vor. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Dr. Johannes Fechtner, SPD.
Klare Worte des Bundestagspräsidenten. Und jetzt beginnt hier die Debatte ganz normal. Die zweite, dritte Lesung, nämlich zur sogenannten Musterfeststellungsklage. Johannes Fechner für die SPD hat das Wort. Nach jahrelangen Diskussionen ist es heute geschafft. Die Musterfeststellungsklage wird Gesetz und damit gilt der Grundsatz, wer Recht hat, bekommt Recht und das schnell und kostengünstig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein guter Tag für den Verbraucherschutz in Deutschland. Verbraucher können sich zukünftig kostenlos zum Musterverfahren anmelden und so kostenlos die Voraussetzungen ihrer Ansprüche durch Einrichtungen wie die Verbraucherzentrale feststellen lassen. Und geht das Musterverfahren zugunsten des Verbrauchers aus, dann kann etwa ein betrogener Autokäufer mit diesem für ihn günstigen Prozessergebnis seinen Schaden einklagen. Oft wird das nicht nötig sein, weil ein Unternehmen, das das Musterverfahren verliert, von sich aus ökonomisch denken wird und Vergleichsangebote in akzeptabler Höhe machen wird. Aber dann, wenn das nicht der Fall ist, dann kann er schnell und kostengünstig seinen eigenen Prozess führen, denn er hat ja das für ihn ausgegangene Musterverfahren in der Tasche. Daran sieht man, das Musterverfahren sorgt dafür, dass insbesondere die betrogenen Autokäufer jetzt schneller zu ihrem Recht kommen. Und den guten Gesetzentwurf der Bundesregierung, den haben wir nur an wenigen Stellen geändert. Wir haben geregelt, dass ein Gericht zuständig ist, und zwar erstinstanzlich das Oberlandesgericht. Der befürchtete Wettlauf der Einrichtungen, den wird es nicht geben. Denn wenn sich mehrere Einrichtungen bewerben, dann kann das Verfahren verbunden werden. Und angemeldete Verbraucher, eine wichtige, für die Verbraucher wichtige Verbesserung, können noch am Tag der mündlichen Verhandlung vom Musterverfahren zurücktreten und individuell klagen. Und weil auch Unternehmen, etwa Handwerksbetriebe, beim Autokauf betrogen wurden, ändern wir die ZPO. Unternehmen können sich zwar nicht im Musterverfahren registrieren lassen, aber sie können zukünftig ohne Zustimmung des beklagten Unternehmens die Aussetzung ihres eigenen Prozesses beantragen. Das ist eine ganz wichtige Neuerung. Das Gesetz wird nun, wie geplant, zum 1.11. in Kraft treten. Die Verbraucherzentrale hat auch schon angekündigt und gesagt, dass sie insbesondere für die betrogenen Autokäufer auf Basis unseres Gesetzes, also sie werden unser wichtiges Gesetz nutzen, sie werden ein Musterverfahren zur Feststellung der Abgasmanipulation einleiten. Ab November können sich also die betrogenen Autokäufer eintragen lassen, verjährungsunterbrechend im Register des Bundesamtes für Justiz und dann über die Verbraucherzentrale ihre Anspruchsvoraussetzungen feststellen lassen. Ich bedanke mich bei allen, die hier beigetragen haben zum Zustandekommen dieses Gesetzes. Insbesondere der Dank an das Bundesjustizministerium, Ministerin Barley und alle Mitarbeiterinnen, die sich hier sehr engagiert haben. Es war in der Tat bis zuletzt ein spannendes Beratungsverfahren, insbesondere gestern. Aber ich glaube, es war gut, dass wir zügig und auch gründlich dieses Gesetz beraten haben, sodass zum Jahreswechsel die drohende Verjährung von Schadenersatzansprüchen von den getäuschten Autofahrern nicht eintreten wird. Eine ganz wichtige Maßnahme, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn es geht bei diesem Gesetz nicht nur um Verbraucherschutz, sondern es geht auch darum, das Vertrauen der Verbraucher in den Rechtsstaat zu stärken. Denn wenn ein Autokonzern tausende Autokäufer getäuscht und betrogen hat, dann können wir zwar nicht per Gesetz die Nachrüstung beschließen, wir können auch nicht per Gesetz Schadenersatzzahlungen anordnen, aber wir können, und das machen wir mit diesem Gesetz, dafür sorgen, dass die getäuschten Autofahrer schneller und vor allem ohne Kostenrisiko ihre Schadenersatzansprüche geltend machen. Und damit stärken wir durchaus auch das Vertrauen der Verbraucher in unseren Rechtsstaat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und weil es durchaus in der Bevölkerung Sorgen gab, dass die Datenschutzgrundverordnung möglicherweise zu erheblichen Risiken durch Abmahnungen, durch missbräuchliche Abmahnungen führen könnte. Deswegen werden wir zugleich heute einen Antrag verabschieden, der das ganz klare Ziel hat, missbräuchliche Abmahnungen zu verhindern. Ich glaube, ein wichtiges Signal, dass wir dieses Thema gleich angehen. Wir hätten schon gerne im Koalitionsvertrag mehr dazu hineinverhandelt. Und wir glauben, dass es wichtig ist, jetzt ein starkes Signal zu senden. Wir sind dankbar, dass auch Justizministerin Barley schon eine klare Ansage gemacht hat. Wir werden deshalb gleich nach der Sommerpause daran gehen, grundlegend Abmahnmissbrauch zu verhindern. Wir wollen nicht nur in einem Schnellschuss die Sanktionen etwas hinausschieben, sondern wir wollen grundlegend etwa Anwaltsgebühren deckeln. Eine ganz wichtige Maßnahme. Das zeigt, dass wir auch hier die Befürchtungen und Sorgen in der Bevölkerung aufnehmen und handeln, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zwei gute Anträge, stimmen wir denen zu. Der nächste Redner kommt von der AfD.
ist der Kollege Dr. Lothar Mayer. Lothar Mayer, er ist Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz und ist hier aufgerufen zur zweiten, dritten Lesung zur Musterfeststellungsklage. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Musterfeststellungsklage erscheint uns, wie an dieser Stelle ja schon mehrfach ausgeführt, ein im Prinzip geeignetes Instrument, um Verbraucherinteressen bei ähnlich gelagerten Fällen durchsetzen zu können und dies gerade auch im Bereich der Bagatellschäden. Ein diesbezügliches Gesetz muss aber entsprechend sorgfältig ausgearbeitet und nicht etwa und auch nicht im Ansatz auf aktuelle Spezialfälle bezogen sein. In einem Wort, es muss zukunftsfähig sein. Daran muss aber bei der vorgelegten Fassung Zweifel geben, die durch die am Montag in dieser Woche erfolgten Anhörungen zu diesem Thema noch verstärkt wurden. Dort haben sich immerhin 8 von 9 Sachverständigen über diesen Entwurf kritisch bis sehr kritisch geäußert. Hinzu kommt, dass wichtige Stellungnahmen anderer befasster Organe erst Stunden vor der Beschlussfassung vorgelegt wurden und dass das Protokoll der Anhörung bis heute nicht verfügbar ist. Solche extrem kurzen Fristen der Beschlussfassung sind nicht hinnehmbar. Dem Parlament muss ausreichend Zeit gegeben werden, die Ergebnisse der Anhörung und der Stellungnahmen zu berücksichtigen. Es entsteht der Eindruck, dass das Gesetz in Kenntnis seiner Mängel sofort durchgepeitscht werden soll. Als Begründung wird das Auslaufen einer Verjährungsfrist betreffend ein einzelnes großes Unternehmen genannt. Aus Kreisen der Linken in meinem Bundesland habe ich gehört, man wolle nun dem VW-Konzern den Garaus machen, so wörtlich. Nach meiner Kenntnis hat die CDU in einem der ostdeutschen Landtage kürzlich erfolgreich geklagt, weil auch dort in einer wichtigen Frage eine Beschlussfassung herbeigeführt wurde, obwohl das Protokoll einer vorausgegangenen Anhörung nicht vorlag. Wir behalten uns vor, in der Frage der durchgepeitschten Beschlussfassung über die Musterfeststellungsklage in gleicher Weise zu verfahren. Eine Beschlussfassung kann frühestens in einigen Wochen erfolgen, vorzugsweise nach der Sommerpause. Die Position der AfD zur Musterfeststellungsklage im Prinzip ist, wie gesagt, grundsätzlich positiv. Wir bestehen aber auf einer Reihe von Korrekturen, die ich hier kurz zitieren darf, auch in Anlehnung an die Ergebnisse der Anhörung vom Montag dieser Woche. Erstens, die Anmeldeverfahren müssen vereinfacht werden. Eine juristisch unzulängliche Formulierung der Streitsache durch den klagenden Bürger darf nicht zum Ausschluss aus dem Verfahren führen. Es erscheint uns auch nicht erforderlich, dass die Sachstandsbeschreibungen jedes einzelnen Teilnehmers in das Verfahren eingebracht werden. Die Identitätsfeststellung des klagenden Bürgers sollte, wie von den Verbraucherverbänden vorgeschlagen, ausreichen. Die individuellen Sachstandsbeschreibungen aber sollten beim klagenden Verband verbleiben. Die Mindestzahl zweitens der in einem Verfahren zusammengefassten Klagen sollte nicht 50, sondern höchstens 20 betragen. Je größer die geforderte Mindestanzahl von Teilnehmern, desto stärker dürfte die Sachlage in den einzelnen Fällen differieren und desto eher wird den Beklagten die Möglichkeit gegeben, wegen dieser Unterschiedlichkeit die Anwendbarkeit des Feststellungsbeschlusses zu bestreiten. Auch kleine und mittlere Unternehmen drittens sollten klagebefugt sein. Der Verbraucherbegriff im Gesetz sollte daher an den der ZBU angeglichen werden. Viertens, die Zahl der Feststellungsbefunde sollte im Verfahren begrenzt werden, um die Folgeverfahren zu erleichtern. Ein Zwang etwa zur Abarbeitung aller Prospektaussagen sollte nicht bestehen, um einen Abschluss der Verfahren in angemessener Zeit zu ermöglichen. Fünftens, das Hauptproblem, und das ist der Kern der Sache, ist das Fehlen eines konkreten Anspruchs am Ende des Verfahrens. Dafür muss eine Lösung gefunden werden, zum Beispiel die Abtretung von Ansprüchen an klagende Vereine. Und sechstens, es muss sichergestellt sein, dass bei der Durchführung der Kollektivklage die Gesamtdauer des Verfahrens einschließlich des Folgeverfahrens
nicht wesentlich länger ist als bei Individualklagen. Wir gehen nun davon aus, dass der Gesetzentwurf aufgrund der besagten Mängel noch nicht ausgereift ist und daher vom Hohen Haus heute abgelehnt werden wird. In diesem Falle werden wir unmittelbar danach einen sorgfältig ausgearbeiteten eigenen Entwurf zur Musterfeststellungsklage vorlegen, der zwar auf dem Entwurf des Bundesministeriums beruht, aber die erwähnten Mängel abstellt. Danke sehr. Lothar Mayer von der AfD mit einem sehr sachlichen, zur Musterfeststellungsklage bezogenen Beitrag. So sollte das auch hier im Deutschen Bundestag sein. Das war sehr wohltuend. Nächste Rednerin hier, Elisabeth Winkelmeier-Becker, Sprecherin für Recht und Verbraucherschutz von der CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte gleich den Faden aufgreifen, den Kollege Johannes Fechner am Ende seiner Rede gesponnen hat, und möchte auch gerne durchaus damit anfangen, dass wir uns einig sind, gegen Abmahnungen gezielt vorzugehen, auch sehr schnell. Aber wir hätten es auch einfacher haben können. Wir hätten heute in diesem Verfahren schon die erste Soforthilfe gegen unberechtigte Abmahnungen, gegen Verstöße im Bereich Datenschutzgrundverordnung beschließen können. Und das wäre ein schneller Akt gewesen, der wirklich auch geholfen hätte. Da haben viele drauf gewartet und wir haben hier heute eine Chance vertan. Aber ich will vor allem zur Musterfeststellungsklage reden, die heute hier verabschiedet werden soll. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Grünen. Frau Rösner. Bitte sehr. Die Uhr muss anhalten. Tabea Rösner von den Grünen mit einer Zwischenfrage. Also ich gebe 30 Sekunden. Ja, vielen Dank. Frau Kollegin, Sie haben direkt mit den Abmahnungen und dem Entschließungsantrag begonnen und deshalb auch gleich meine Frage. Das ist ja eigentlich fachfremd und hat mit der Musterfeststellungsklage ja nichts wirklich was zu tun. Sie haben jetzt den Entschließungsantrag erwähnt. Dort wollen Sie Regelungen im Zusammenhang mit Abmahnungen bei der Datenschutzgrundverordnung vorbereiten. Die Frage, die sich ja einmal stellt, ist, brauchen wir nicht etwas, was generell Abmahnungen betrifft und nicht nur im Zusammenhang mit der Datenschutzgrundverordnung? Und dann auch die Frage anschließend, was haben Sie denn getan bei dem Umsetzungsgesetz? Also da hätten Sie das ja schon regeln können zur Datenschutzgrundverordnung. Also in der Tat ganz klar, das Thema Abmahnungen geht weit über Datenschutzgrundverordnung hinaus. Und wir wollen es insgesamt angehen. Das haben wir im Koalitionsvertrag auch so vereinbart. Und zwar, um hier auch noch mal falschen Eindrücken vorzubeugen, auf beiderseitige Initiative. Es war uns beiden ein wichtiges Anliegen, das zu tun. Und das werden wir auch eben in diesem umfassenden Sinne dann nach der Sommerpause sofort aufgreifen. In der Beratung der Datenschutzgrundverordnung ist das zu kurz gekommen. Da muss sich die Politik insgesamt auch an die eigene Nase fassen. Das kann man nicht hinweg diskutieren, das gebe ich zu. Ich habe aber auch von Ihnen keinen Antrag dazu bekommen, auch von den anderen Fraktionen nicht gesehen. Und wir haben, ich denke, dass auch in der Wirtschaft, wo dieses Problem sich jetzt deutlich zeigt, mit aller Macht zeigt, das ein Stück weit zurückgestellt worden ist. So, das ist einfach der Befund. Wir können aber jetzt auch nur für die Zukunft sehen, und da sind wir wirklich gewillt, uns dieser Problematik sehr, sehr schnell und sehr effektiv anzunehmen. Also im September geht es an der Stelle los. Zur Musterfeststellungsklage, die wir heute beschließen. Ja, es sind diese Fragen. Welche Ansprüche haben Käufer von Autos mit manipulierter Abgastechnik? Ist es rechtens, wenn ein Unternehmen lukrative Bausparverträge kündigen will und dergleichen mehr? Das sind die Fragen, die viele Verbraucher betreffen, wo typischerweise auf der anderen Seite ein großes Unternehmen steht, das auch nur auf gerichtlichen Druck letztendlich agiert. Und deshalb muss das eben dann auch gerichtlich entschieden werden. Und da sind die Prozessrisiken natürlich ungleich verteilt. Das Prozessrisiko, teure Gutachten, Rechtsanwaltgebühren über drei Instanzen, das wiegt für einen privaten Verbraucher dann natürlich ungleich schwerer als für ein Unternehmen. Und selbst wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Verbraucher zu einer spezialisierten Kanzlei findet, wie auf Seiten des Unternehmens eben auch tätig ist?
Und da ist klar, da ist der Verbraucher nicht auf Augenhöhe mit dem Unternehmen. Und das Ziel unserer Verbraucherpolitik ist es, diese Augenhöhe hinzustellen, herzustellen. Und mit der Musterfeststellungsklage, da sind wir überzeugt, stellen wir diese Augenhöhe im Prozess mit den Unternehmen für die Verbraucher her. Darum geht es hier heute. Wir tun das, indem wir dem privaten Verbraucher einen schlagkräftigen Verband an die Seite stellen, der eben die Expertise mitbringt und der sich auch nicht einschüchtern lässt, wenn auf der anderen Seite eben teure Verbände agieren. Aber wir schauen auch auf die andere Seite. Wir gucken auch, wie sieht das Ganze aus der Warte eines Unternehmens, das eben mit einer solchen Klage konfrontiert wird und vielleicht zu Unrecht konfrontiert wird. Deshalb war es uns auch wichtig, dass dieses Instrument sich nicht verselbstständigt geradezu und zum Geschäftsmodell wird. Fehlanreize haben wir vermieden und ich glaube, das ist uns wirklich auch konsequent gelungen. Die Musterfeststellungsklage, wie wir sie heute vorschlagen und verabschieden werden, taugt nicht zum Geschäftsmodell, bei dem es vor allem darum gehen würde, Honorare zu verdienen. Im Gegenteil. Der Verband geht sogar das Risiko ein, dass er seinerseits Geld verliert, weil er das Prozessrisiko und damit das Kostenrisiko tragen muss. Und das muss er vor seinen mindestens 350 Mitgliedern auch rechtfertigen. Und dadurch ist gesichert, dass der Verband auch dieses Risiko nur dort aufnimmt, wo es ihm ein eigenes Anliegen ist, weil er für seine Verbraucher, die er vertritt, auch etwas erreichen will. Wir haben jetzt den Blick auf einige Regeln dann noch zu werfen. Es ist so geregelt, dass in der Eingangsinstanz das OLG zuständig ist. Das garantiert den schnellen Weg zur verbindlichen Regelung beim BGH. Wir haben am Beginn der Verhandlung einige Hinweise des Gerichts, die sicherstellen, dass abseitige Anträge, die keine Chance haben, auch das Verfahren nicht belasten, so wie wir es im KAPMUG leider teilweise sehen. Das ist fair für die Verbraucher. Sie können eine erste Einschätzung des Gerichts abwarten, bevor sie darüber entscheiden, ob sie auf der Liste bleiben. Das ist fair für die Unternehmen, weil sie wissen, ab jetzt gilt es für beide Seiten. Beide Seiten sind an die Feststellungen gebunden, auch wenn es für den einen oder anderen eben ungünstig ausgeht. Und das ist auch entlastend für die klagenden Verbände. Denn eine erste Einschätzung des Gerichts kann auch manche überzogene Erwartung an der Stelle schon zurechtruckeln und dadurch auch das Haftungsrisiko des Verbandes ein Stück weit reduzieren. Ich denke, dass wir so insgesamt eine sehr gute Regelung haben, die wir jetzt auch rechtzeitig ins Gesetzblatt bringen. Das war natürlich auch mit ein Grund für die Eile, mit der wir dieses Gesetzgebungsverfahren beraten haben und heute verabschieden. Aber damit geben wir eine gute Grundlage, damit auch die Dieselkäufer in diesem Jahr noch ihre Rechte geltend machen können. Ich danke für Ihre Zustimmung. Dankeschön. Die nächste Rednerin kommt von der FDP, Katharina Glocke. Sie ist Sprecherin für Verbraucherschutz und die FDP stellt ja heute einen Antrag zur Datenschutzgrundverordnung. Sie möchte nämlich, dass die Bußgelder, die das Datenschutzgrundverordnung vorsieht, im Einzelfall nicht verhältnismäßig sind und geändert werden. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundesjustizministerin hat sich einen Werbespruch, einen Claim für die Musterfeststellungsklage ausgedacht. Eine für alle lautet der Claim. Tatsächlich klemmt es beim Alle und es klemmt beim Eine. Alle, das sind auf Klägerseite ausschließlich bestimmte Verbände. Die Bedingungen für die Klägerverbände im Inland sind sehr eng. Über die EU-Ebene aber sind sie unbeherrschbar weit. Alle, das ist nicht der einzelne Verbraucher, der sich mit anderen zusammenschließt und einen Anwalt seines Vertrauens beauftragt. Wer mit einem Verband geht, der seine Interessen bestmöglich vertreten soll, schaut bei dessen Fehlern in die Röhre. Denn die Verbände wollen nicht so haften, wie es ein Anwalt müsste. Alle, das ist nicht der Handwerker um die Ecke, auch wenn er den gleichen Dieselbulli für sein Geschäft gekauft hat, wie der Verbraucher für seine Familie. Daran ändert auch der erst gestern eingebrachte Änderungsantrag nichts. Bei der Individualklage des Handwerkers kann das Gericht, muss es aber nicht, das Verfahren anhalten bis zur Entscheidung in der MFK. Aber weder hat das Musterurteil eine Bindungswirkung, das Gericht kann also im individuellen Fall abweichend urteilen. Noch bringt es den Nichtverbraucher weiter, sollte die MFK in einem Vergleich enden. Am Ende kostet es den Handwerker nur noch mehr Zeit.
Wäre die Musterfeststellungsklage eine Zanne und die offenen Rechtsfragen Christbaumkugel, wir hätten den schönsten Weihnachtsbaum. Keinen Leistungstitel am Ende der MFK-Verfahren, unklare Regeln zu unwahrscheinlichen Vergleichen, untote Verjährung, wie sie das BGB noch nicht gesehen hat, kein rechtliches Gehör im Verfahren und. An die Große Koalition, was ist das für ein Pakt für den Rechtsstaat? Sie verabreden im Koalitionsvertrag mit Mühe 10 neue Richterstellen und mit diesem einen Gesetz hier schaffen Sie Arbeit für 100 Richter extra. Heute früh stimmen wir ab. Ab 17 Uhr ist WM. Augen zu und durch. Union und SPD prügeln die Musterfeststellungsklage in einem Tempo durch das Gesetzgebungsverfahren, als wäre ein Euro-Rettungsschirm oder ein Gesetz zur Parteienfinanzierung. Alles in allem, wir Freie Demokraten lehnen diesen Gesetzesentwurf ab. Kommen wir zum Antrag der FDP. Seit gut 2 Wochen gilt die DSGVO. Das Gesetz ist neu und kompliziert. Fehler sind schnell passiert. Gerade Vereine sind unsicher und kleine Unternehmen. Groß ist die Sorge, bereits wegen Bagatellverstößen teuer abgemahnt zu werden. Wir fordern die Bundesregierung auf, Abhilfe zu schaffen. Erstens, welche Verstöße sind überhaupt abmahnfähig? Zweitens, bei der Datenschutzerklärung darf die erste Abmahnung wegen kleiner, unabsichtiger Fehler nichts kosten. Das wäre unverhältnismäßig. Eine Verwarnung ohne Abmahngebühren zu Beginn muss reichen. Drittens, wir brauchen eine generelle Lösung gegen missbräuchliche Abmahnungen. Für kleine Unternehmen und Start-ups ist der Abmahnmissbrauch ein massives Problem. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Rösner, Bündnis 90 Die Grünen? Nein. Der Antrag der Regierungsfraktionen ist an Allgemeinheit nicht zu überbieten. Da muss Ihnen doch mehr einfallen. Zur Not schreiben Sie einfach mit. Sie müssen endlich das deutsche Datenschutzrecht vollständig anpassen. Die Umsetzungsfrist für das Internetdatenschutzrecht haben Sie gerissen. Die für das Telemediengesetz haben Sie verpennt. Letzter Punkt, Datenschutz im Betrieb. Faktisch jedes Unternehmen mit 10 Beschäftigten muss einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestellen. Denn heute verarbeitet nahezu jeder Beschäftigte am Smartphone oder am PC personenbezogene Daten. Von den DSGVO-Vorgaben abgesehen, sollte ein Unternehmen nur dann einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten haben müssen, wenn eine Datenverarbeitung ein besonderes Risiko für die Betroffenen darstellt. Vorschriften wie diese atmen noch den Geist der Zeit, als IT-Fachleute Großrechner mit Lochkarten gefüttert haben. Wir brauchen Regeln für die digitale Zukunft. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Amira Mohamed Ali ist Sprecherin für Verbraucherschutz und kommt aus der Fraktion Die Linke und hat jetzt das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, bringen wir es auf den Punkt. Dieser Gesetzentwurf zur Musterfeststellungsklage, den die Regierungsparteien hier im Eilverfahren durch das Parlament jagen, der greift zu kurz, er ist verbraucherunfreundlich und er wird hauptsächlich den Konzernen dabei helfen, für unlautere Geschäftspraktiken nicht zur Verantwortung gezogen zu werden. Dabei sollte die Musterfeststellungsklage eine einfache Möglichkeit sein, mit der die vielen vom Dieselabgasskandal betroffenen Menschen zu ihrem Recht kommen, zum Beispiel zu einer Entschädigung für den Wertverlust ihrer Autos. Am Ende dieses Jahres droht hier vielen Betroffenen die Verjährung ihrer Ansprüche. Und mit eben dieser drohenden Verjährung begründen Sie, Kolleginnen und Kollegen von der Regierung, Ihre Eile. Dabei verschärfen Sie mit diesem Entwurf das Problem zum Teil noch. Ein Formfehler bei der Anmeldung zu Ihrer Musterfeststellungsklage, der reicht aus, um aus dem Verfahren rauszufliegen. Und die Betroffenen, die erfahren das aber nicht sofort, sondern gegebenenfalls erst, wenn die Verjährungsfrist abgelaufen ist. Der Betroffene kann dann nicht mehr alleine klagen. Sie, meine Damen und Herren von der SPD und von der Union, Sie brechen Ihre Wahlversprechen. Und Sie hatten wirklich mehr als genug Zeit, uns hier einen vernünftigen Entwurf vorzulegen. Dass es jetzt so schnell gehen muss, das liegt an Ihrem Versäumnis. Aber auch jetzt gilt, es gibt einen Unterschied zwischen schnellem und vorschnellem Handeln. In diesem Fall geht es zulasten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Linke sagt, Ihr Vorgehen ist unverantwortlich. Wir hatten in dieser Woche im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz eine Expertenanhörung zu Ihrem Gesetzesentwurf. Alle Sachverständigen haben dort dargelegt, dass der Entwurf dringend nachgebessert werden muss. Die formalen Hürden sind viel zu hoch. Das wird viele Betroffene abschrecken, ihre Ansprüche dadurch zu verfolgen. Einfache Formfehler können die Möglichkeit, am Verfahren teilzunehmen, abschneiden.
Die Zeit zur Anmeldung zum Verfahren ist zu kurz. Viele Betroffene werden deswegen daran nicht teilnehmen können. Und die Verjährungshemmung, die Ihnen ja angeblich so wichtig ist und der Grund ist für Ihre Eile, die wird nach Ihrem Entwurf nicht effektiv gewährleistet. Viele Betroffene werden ihre Ansprüche deswegen verlieren. Warum nehmen Sie das billigend in Kauf? Das ist inakzeptabel. Und mehrere Sachverständige, die haben auch darauf hingewiesen, dass es wesentlich besser wäre, die Leistungskomponente in das Verfahren aufzunehmen und eben nicht nur etwas feststellen zu lassen. So wie es jetzt ist, müssen alle Betroffenen nach einer gewonnenen Musterfeststellungsklage noch einmal gesondert auf Leistung klagen, zum Beispiel auf Schadenersatz. Jeder für sich mit vollem Kostenrisiko. Das ist kein effektiver Rechtsschutz. Und auf all diese Dinge hat die Linke bereits letzte Woche im Rahmen der ersten Lesung hingewiesen. Wir haben einen Entschließungsantrag dazu eingebracht, der genau diese Punkte benennt. Die Verbraucherschutzverbände, die stehen nach ihrem Entwurf vor einem großen Haftungsrisiko, nämlich dann, wenn sie beim Betreiben dieses noch neuen und unnötig komplizierten Verfahrens Fehler machen. Die Gerichte stehen vor einer erheblichen Belastungsprobe. Sie werden das Verfahren, wenn es so bleibt, nicht vernünftig handhaben können. Das haben die Experten gesagt. Auch die Sachverständigen, die Sie, Kolleginnen und Kollegen von der Regierung, selbst benannt haben. Und wie gehen Sie mit diesen Hinweisen um? Sie verändern zwei, drei Kleinigkeiten, die nur marginal etwas verbessern und zwingen uns heute in die Abstimmung zu diesem Gesetz. Was soll das? Ich meine, dass Sie mir das nicht glauben. Dass Sie mir das nicht glauben wollen, dass ich letzte Woche gesagt habe, dass das Gesetz so nicht bleiben kann, ja, geschenkt. Aber glauben Sie doch wenigstens Ihren selbst benannten Sachverständigen, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe den Eindruck, Sie wollen gar kein gutes Rechtsmittel schaffen, das den Verbraucherinnen und Verbrauchern wirklich hilft. Ihnen liegen die Interessen der Konzerne, die gegebenenfalls belangt werden könnten, mehr am Herzen. Die Linke akzeptiert das nicht und deshalb lehnen wir Ihren verbraucherunfreundlichen und ineffektiven Entwurf ab. Vielen Dank. Die nächste Rednerin in der Debatte, Renate Künast, war Vorsitzende des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz in der letzten Legislaturperiode. Jetzt ist sie dort noch Mitglied. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja nicht so, dass wir irgendwas Neues diskutieren. Seit dem Juni 2013 gibt es die Empfehlung der Europäischen Kommission, Möglichkeiten des kollektiven Rechtsschutzes einzuführen, meine Damen und Herren. Und es heißt ja, es muss vorher schon viele Jahre lang Vorfälle gegeben haben, Mängel gegeben haben, aufgrund derer die EU-Kommission auf die Idee kam, das zu empfehlen. Also das Problem ist nicht erst 2015 im September mit der Abgasmanipulation bekannt geworden. Und wenn ich mir das angucke, den Zeitablauf, kann ich nur sagen, Sätzen 5 für diesen Vorschlag, den Sie heute hier gemacht haben. Jetzt haben Sie einen Gesetzentwurf, aber die Kollegin vor mir hat es ja auch schon angesprochen, oder beide. Die Sachverständigen in der Anhörung, also aus Wissenschaft und Praxis, haben doch verwiesen auf eine Unmenge an Unklarheiten und Mängel tatsächlich. Und zwar nicht nur auch trotz Ihrer Reparaturen, die Sie jetzt noch machen. Wenn Sie sich das mal genau angucken, meine Damen und Herren, erstens ist der Mangel doch schon, dass die Musterfeststellungsklage quasi Teil eines großen Deals ist. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass alles irgendwie zeitgleich schnell gemacht werden müsste. Asylrecht, Familiennachzug, Parteienfinanzierung, weil offensichtlich bei einigen dringend Geld fehlt, meine Damen und Herren, und weil man jahrelang verschlammt hat, sich klar zu äußern zu den Betroffenen von Dieselgate. Ja, klar zu sagen, Nachrüstung auf Kosten der Unternehmen, weil sie schlechte Ware geliefert haben. Und jetzt kommen Sie mit dieser etwas obskuren Konstruktion. Ich kann Ihnen sagen, unserer Auffassung nach und von vielen Wissenschaftlern und sogar Gerichtspräsidenten wäre es am Ende sogar klüger zu sagen an der Stelle, wir machen ein Gesetz, das die Verjährung hindert und ist nicht ohne Beispiel, zum Beispiel im Kartellrecht ja längst da. Da können Sie das machen bei besonderen Ereignissen. Meine Damen und Herren, machen wir doch ein verjährungshinderndes Gesetz und überlegen uns dann genau, wie eine gute Regelung einer Klage, bei der sich Kunden zusammentun können, aussehen könnte, meine Damen und Herren. Sie legen Hand an die gute, alte, recht zuverlässige ZPO und behaupten hier wieder wohlklingend was, wo ich ehrlich gesagt mich an die Mietpreisbremse erinnere.
Da standen hier Leute, ab sofort wird alles ganz toll und die Mieten sinken und so weiter. Wir haben damals schon gesagt, wir werden nachbessern müssen. Wir warten immer noch auf eine gute Nachbesserung, meine Damen und Herren. Dies hier ist genauso ein Etikettenschwindel. Jetzt kommt Frau Barley mit eine für alle. Das stimmt auch hinten und vorne nicht, eine für alle. Der Name ist schlicht irreführend. Es ist erstens mal ein Gesetz allein für Verbraucher. Wer ein manipuliertes Dieselfahrzeug als Betriebswagen gekauft hat, wird alleine gelassen. Und da ändert Ihre Änderung auch nichts dran, meine Damen und Herren. Weiße Salbe. Es ist weiße Salbe, meine Damen und Herren, weil Sie gegenüber dem zivilprozessualen Status quo, den die jetzt haben, ohne jeden größeren Nährwert ist, meine Damen und Herren. Sie können das Verfahren aussetzen, um auf die Tatsachenfeststellung vielleicht in dem Verfahren zu warten. Ich verstehe ja, dass Sie glauben, dadurch könnte der Unternehmer was gewinnen. Aber Sie sind dann auch in der Hand der Verbände und dieses Verfahren und dieses Gericht und können möglicherweise noch länger warten auf eine Entscheidung, schon erstinstanzlich für Ihr bezüglich Ihres Fahrzeuges als Unternehmer. Was ist daran gewonnen, meine Damen und Herren? Nichts. Zweitens, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind nicht mit drin. Drittens, eine Mogelpackung, weil im Ergebnis, Sie sagen, eine für alle und jetzt geht es endlich los. Aber ich sage Ihnen mal, im Ergebnis hängt man doch dann an den Verbänden. Also wir hängen an den Verbänden einmal im Windhundrennen. Welcher Verband ist denn der Erste? Welcher ist der Erste und zieht durch? Welche Fehler macht er oder nicht, wo er dann noch haften darf, meine Damen und Herren? Und zweiter Punkt, wir hängen an den Verbänden, weil die Verbände ja in Wahrheit gar kein Geld in ihrem Haushalt haben, um solche teuren Verfahren durchführen zu können. Das heißt, es schlägt im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages wieder auf und wir entscheiden, wem wir Geld geben, damit er später klagen kann. Das ist nicht eine für alle, das ist eine Mogelpackung. Ich wünsche Ihnen nur von Herzen, dass dann... Kommt zum Schluss, dass dann der DUH die Voraussetzungen auch erfüllt und Sie dann im Haushaltsausschuss dem DUH, den Sie ja irgendwie dissen wollten, Geld überweisen müssen. Ich frage mich aber, wie viel EU-Verbänden Sie noch im europäischen Binnenmarkt dann entsprechend Geld überweisen wollen. Das Ding stimmt hinten und vorne nicht, meine Damen und Herren. Und da sind wir nicht allein, sondern die Präsidentin des BGH und der Oberlandesgerichte haben genau das gesagt, nämlich dass für die Rechtsdurchsetzung von Bagatell- und Streuschäden dieser Gesetzentwurf keine entscheidende Verbesserung bringt, meine Damen und Herren. Er ist zum Gutteil Wirtschaftsschutz, er ist zum Gutteil das Eingeständnis, dass die Bau VW und Diesel geht, lange geschlafen haben. Für die Verbraucher bringt es eigentlich nichts. Jetzt hat das Wort die Kollegin Sarah Wiglewski, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beschließen hier heute einen Meilenstein in der Verbraucherpolitik. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass heute auch der Vorstand des Verbraucherzentralen Bundesverbands, Klaus Müller, hier dieser Debatte zuhört. Denn mit der Eine-für-alle-Klage können Verbraucherinnen und Verbraucher in Zukunft gemeinsam kostengünstig und ohne großes Risiko ihr Recht gegenüber Unternehmen geltend machen. Was wir mit der Musterfeststellungsklage schaffen, ist ein wirksames Instrument für die Verbraucherinnen und Verbraucher, für die es sich unter anderen Umständen eben nicht lohnen würde, gegen Unternehmen zu klagen oder die sich eben einen teuren Rechtsschutz nicht leisten können. Aber Recht und Gesetz dürfen in unserem Land nicht vom Geldbeutel abhängig sein. Für alle muss gelten, wer Recht hat, muss auch Recht bekommen. Und da ist es auch unerheblich, ob die Schadenssumme 20, 30 oder mehrere tausend Euro beträgt. Und deswegen, das betone ich an dieser Stelle auch noch mal ganz ausdrücklich, ist das hier eben keine Lex VW. VW war vielleicht der Katalysator für dieses Gesetz und hat dazu geführt, dass auch bei der CDU die Schwellenangst gegenüber der Musterfeststellungsklage gesunken ist. Aber gerade bei kleinen Schadenssummen ist es doch so, dass die Hürde für die Verbraucherinnen und Verbraucher, individuell zu klagen, sehr, sehr hoch ist. Wer geht denn hin und klagt für 30 Euro in der fehlerhaften Nebenkostenabrechnung? Und dieses Problem besteht auch bei der von Ihnen favorisierten Gruppen, bei Ihnen favorisierten Gruppenverfahren, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Auch das ist sehr, sehr teuer. Und hier ist eine schnelle Klärung auch in solchen Fällen möglich.
Und das ist auch gut so, denn das individuelle Rechtsempfinden wird hier eben auch bei diesen Summen verletzt. Und zweitens ist es auch so, dass es auch hier zu einem Schaden für den Rechtsstaat kommt, wenn Fehlverhalten nicht geahndet wird und damit am Ende auch noch Gewinne gemacht werden. Und gerade bei diesen kleinen Summen ist dieses Verfahren, was wir gewählt haben, über die Verbände eben ein sehr, sehr gutes, weil viele Verbraucherinnen und Verbraucher werden überhaupt erstmal darauf aufmerksam, dass Probleme bestehen, dass sie hier auch die Möglichkeit hätten, ihr Recht einzuklagen. Frau Kollegin, das fällt vielen eben nicht auf. Frau Kollegin, es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage. Gestatten Sie? Ich finde, wir hatten jetzt vorhin gerade eine sehr emotionale Rede der Kollegin Künast. Ich möchte jetzt hier auch mal emotional für die Musterfeststellungsklage reden. Ja, gut. Es ist doch so, dass eben die Verbände, die wir jetzt im Blick haben, sich in dieser Materie gut auskennen. Ich halte es für absolut, halte den Verbraucherzentralen Bundesverband für absolut kompetent, auch in Fällen, wo der einzelne Verbraucher vielleicht noch gar nicht selber gesehen hat, wo Probleme bestehen, eben solche Verfahren voranzutreiben, Leute auch gezielt anzusprechen und damit auch dafür zu sorgen, dass wir hier zu einer schnellen Klärung der rechtlichen Situation kommen. Ja, die individuellen Ansprüche müssen im Anschluss im Zweifelsfall alleine erklagt werden. Aber glauben Sie denn tatsächlich, dass ein Unternehmen, was sich schon in einem Urteil in der Sache abgeholt hat, tatsächlich das Risiko eingeht, insbesondere bei einer entsprechenden medialen Begleitung der klagenden Verbände, dann auch noch eine Klatsche in einer ganzen Reihe von Einzelverfahren einzuholen? Das halte ich nicht für ein realistisches Szenario. Und weil Sie so gerne unsere Sachverständigen zitiert haben. Ja, in der Anhörung haben wir auch sehr deutlich gehört, dass gerade die Sachverständigen, die wir benannt haben, gesagt haben, sie halten das für ein taugliches Instrument. Sie wünschen, natürlich kann man sich immer mehr vorstellen, aber gerade was diesen letzten Punkt, die Frage der individuellen Leistungszugangs sozusagen angeht, da waren die sehr klar, da haben sie gesagt, sie glauben, dass das Thema Schlichtung eine größere Rolle spielt und dass die meisten Unternehmen dieses Risiko eben nicht eingeben werden. Und ich teile diese Einschätzung. Zum Thema Eilebedürftigkeit. Ich komme dann auch zum Schluss. Natürlich ist das hier, das habe ich vorhin gesagt, kein Lex VW. Aber wir müssen noch mal gucken. Wir haben hier gerade das prominenteste Beispiel, wo Verbraucherinnen und Verbraucher massenhaft geschädigt werden. Und da wäre es doch ehrlich gesagt einfach fahrlässig, und das würden genau Sie uns wieder vorwerfen, wenn wir hier nicht handeln würden und hier nicht auf Eile drängen würden. Deswegen, wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben die Musterfeststellungsklage seit Jahren gefordert. Wir freuen uns, dass wir hier heute in die Umsetzung kommen. Und wir glauben, dass wir damit einen Meilenstein für die Verbraucherpolitik erreicht haben. Vielen Dank. Der nächste Redner kommt von der CDU-CSU-Fraktion. Sebastian Steinicke ist im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem wir in der vergangenen Woche hier in erster Lesung das Gesetz beraten haben, das aber eine lange Vorgeschichte hat, wir haben seit 2015 intensiv darüber beraten, ist also auch kein Schnellschuss, können wir es heute mit einigen sehr guten Änderungen, die uns die Sachverständigen und auch der Bundesrat mitgegeben haben, verabschieden. Deswegen ist heute auch ein guter Tag für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir werden mit der Musterfeststellungsklage ein neues Rechtsschutzinstrument in die Zivilprozessordnung einfügen, was gerade den Verbrauchern, die wenig Geld haben oder über keine Rechtsschutzversicherung verfügen, schneller und kostengünstiger zu ihrem Recht verhilft. Und gegen die anfängliche Sorge, die wir durchaus hatten, das ist unbestreitbar, zum Thema Klagebefugnis haben wir auch einige wichtige Planken eingeschlagen, die dafür sorgen, dass das Instrument sorgsam angewendet wird. Wir haben gemeinsam nach der Anhörung noch einige wesentliche Verbesserungen eingebracht und haben insbesondere den Instanzenzug verkürzt, was wesentlich ist, um schneller zum Bundesgerichtshof zu kommen und Grundsatzentscheidungen zu erhalten. Wir haben die Anmeldung erleichtert in vielerlei Hinsicht. Und wir haben, das ist auch ganz wichtig, die Zusage auch vom Bundesministerium der Justiz, dass wir in der entsprechenden Rechtsverordnung das nochmal deutlich konkretisieren und die Anmeldebedingungen nochmal erleichtern. Wir haben uns natürlich auch noch mal mit der Frage des Windhundsprinzips beschäftigt, also der Frage, was passiert, wenn zwei Musterfeststellungsklagen gleichzeitig ankommen. Auch da haben wir eine parallele Zulässigkeit herbeigeführt und haben 147 ZPO entsprechend verändert. Ich glaube, auch das ist ganz wesentlich. Da haben uns die Sachverständigen explizit darauf hingewiesen und auch das haben wir angepasst. Und darüber ist auch schon gesprochen worden. Wir haben auch intensiv darüber diskutiert, wie wir Unternehmen
und Handwerksbetriebe von diesem Gesetz partizipieren lassen können. Es ist richtig, sie stehen nicht direkt im Gesetzentwurf drin. Das war auch rechtssystematisch ein sehr schwieriger Prozess. Und deswegen haben wir den Weg gewählt über 148 ZPO und haben gesagt, dass eine Aussetzung des Verfahrens beantragt werden kann. Und zwar auch gegen den Beklagten, ganz wichtig, um abzuwarten, was der Prozess für ihn erbringen könnte. Und dann kann auch keine untere Instanz mehr gegen dieses Urteil, denke ich, etwas haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, man muss vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zum Verfahren sagen, weil das ja hier auch angeklungen ist. Wir haben uns in der Koalition, das steht ja auch im Koalitionsvertrag drin, verständigt, zum 1.11. das Ganze in Gang zu bringen. Davor brauchen wir auch noch einen gewissen Zeitablauf, um das Ganze so schnell wie möglich dann auch für die Leute, die jetzt in die drohende Verjährung mit den Ansprüchen gehen, wirksam werden zu lassen. Und deswegen haben wir die Verpflichtung gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern und auch gegenüber den Verbänden. Ich will das mal sagen, der VZBV hat dieses Gesetz 1 ausdrücklich begrüßt, dass wir dieses Gesetz frühzeitig zum Abschluss bringen. Und deswegen war es uns auch wichtig, dass wir das Tempo bei diesem Gesetzesverfahren hochhalten. Wir haben uns auf die vorliegenden Änderungen eingelassen, die ich beschrieben habe, und haben in diesem Sinne auch, wie ich denke, ein sehr gutes Gesetz auf den Weg gebracht. Und lassen Sie uns deswegen, das ist der Appell am Abschluss, kann sich ja jeder noch mal überlegen, dieses scharfe Schwert für den Verbraucherschutz auch gemeinsam beschließen und nicht blockieren. Vielen Dank. Ja, soweit Sebastian Steinecke. Und der letzte Redner kommt jetzt ebenfalls von der CDU, Volker Ulrich. Und er ist ebenfalls Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Musterfeststellungsklage erleichtern wir die Rechtsdurchsetzung für Verbraucher. Gerade bei Schäden aus typischen Verträgen des täglichen Lebens oder bei komplexen Sachverhalten kann die Situation entstehen, dass Verbraucher sich Unternehmen mit erheblicher Marktmacht gegenübersehen und ihr Recht nicht geltend machen, weil es sich entweder um Kleinbeträge handelt oder weil sie wegen der Komplexität des Verfahrens von einer Klage abschrecken. Das durchbrechen wir jetzt mit der Musterfeststellungsklage. Sie ist ein neues Instrument zur Feststellung von Sachverhalten und eine Einladung, sein Recht geltend zu machen. Mit der Musterfeststellungsverklage setzen wir ein Interesse des Verbrauchers um. Sie können sich ohne größeres Prozesskostenrisiko an der Klärung einer Rechtsfrage beteiligen. Es ist auch im Interesse von Unternehmen selbst, weil es besser und ökonomischer ist, gleichgelagerte Sachverhalte in einem Musterverfahren klären zu lassen. Und es ist im Interesse der Zivilrechtspflege, weil die Bündelung von Verfahren die Justiz selbst entlastet. Es ist also eine sinnvolle und wegweisende Weiterentwicklung der Zivilprozessordnung. Nun wird der Musterfeststellungsklage entgegengehalten, das sei ja keine Zahlungsklage. Man müsse ja noch mal seinen Betrag einklagen. Dem kann man entgegenhalten, dass all diese Einwände die Kraft des Vergleiches unterschätzen. Ein Vergleich schafft Rechtsfrieden und Akzeptanz. Und wenn bereits das Rechtsverhältnis und der Sachverhalt feststeht, wird es viel stärker als angenommen auch zu Vergleichen kommen. Und selbst wenn es keinen Vergleich gibt, es ist eine große Erleichterung für den Verbraucher, dass das Rechtsverhältnis und der Sachverhalt rechtssicher stattfinden. Und ich verstehe auch nicht, weswegen FDP und Grüne sich so vehement gegen dieses Instrumentarium wenden. Im Jamaika-Sondierungspapier haben wir uns auf die Musterfeststellungsklage geeinigt. Das ist ein Instrument, was die Verbraucher weiterbringt. Und ich darf Ihnen sagen, wir haben auch nach der Sachverständigenanhörung in einigen Punkten diese Klageart noch verbessert. Die Anmeldung wurde erleichtert. Sie ist niederschwelliger und einfacher geworden. Durch die erstinstanzliche Zuständigkeit beim Oberlandesgericht verkürzen wir den Instanzenzug und schaffen schneller Klarheit. Auch erwarten wir von den klageberechtigten Verbänden eine gute innere Verfasstheit und eine kompetente Verhandlungsführung. Auch das haben wir noch mal klargestellt. Und wir werden gerade für betroffene Handwerker und kleine Unternehmen
durch eine Ergänzung der ZPO auch sicherstellen, dass sie indirekt von Musterfeststellungsverfahren profitieren. Das ist ein großer Fortschritt für Handwerker und Unternehmer, den Sie nicht kleinreden dürfen. Und, meine Damen und Herren, wir werden auch im Rahmen eines Antrages heute klar und deutlich machen, dass uns die Angelegenheit von möglichen Abmahnungen im Bereich der Datenschutzgrundverordnung ein großes Anliegen sind. Wir werden zeitnah darüber sprechen, wie wir das Abmahnunwesen insgesamt eindämmen können. Durch die Frage der Begrenzung der Streitwerte und durch die Begrenzung auch der Deckelung der Streitwerte. Da helfen wir vielen Menschen, die sich dadurch bedroht fühlen. Meine Damen und Herren, ja, diese Musterfeststellungsklage ist vielleicht nicht in allen Punkten perfekt. Aber wir haben über viele Monate hinlang einen sehr guten Vergleich ausgearbeitet. Und sie kann sich sehen lassen, weil sie für viele Millionen Verbraucher die Rechtsdurchsetzung effektiv verbessert. Lassen Sie uns also dieses gute Gesetz heute verabschieden. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurf zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage. Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 2741 den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Drucksache 2507 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Enthält sich? Dann ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung mit den Stimmen der CDU, CSU und der SPD-Fraktion bei Gegenstimmen aller Oppositionsfraktionen angenommen. Wir kommen damit zur dritten Beratung und Schlussabstimmung. Und ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Gesetzentwurf mit den Stimmen der Koalitionsfraktion gegen die Stimmen der Oppositionsfraktion angenommen. Jetzt kommen wir zur Abstimmung. Ja, das war also die Musterfeststellungsklage, die der Bundestag hier angenommen hat, vor den Augen von Klaus Müller, dem obersten Verbraucherschützer, den Sie eben schon mehrfach auf der Tribüne sahen. Wer enthält sich? Dann ist der Entschließungsantrag mit den Stimmen gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Enthaltung der Fraktion Die Grünen mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen abgelehnt. Der Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf der Drucksache 2743. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Hier geht es um einen Entschließungsantrag der Grünen, die eine längere Verjährungsfrist wollten. Der Entschließungsantrag der Linken handelte ebenfalls, sollte dagegen Missbrauch vorgegangen werden. Aber die Koalition lehnt diese Entschließungsanträge erwartungsgemäß ab. Jetzt gibt es noch einen der Grünen. Da geht es ebenfalls um die Sorge vor missbräuchlicher Ausnutzung. Wer stimmt für diesen Antrag? Wer stimmt dagegen? Enthält sich? Dann ist der Entschließungsantrag gegen die Stimmen der Fraktion Die Grünen bei Enthaltung der Fraktionen der FDP und der Linken mit den Stimmen von CDU und CSU, SPD und AfD abgelehnt. Jetzt kommen wir zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz zu dem von der Bundesregierung eingebrachten Parallelgesetzentwurf. Der Ausschuss für Verbrechen und Verbraucherschutz empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 2741 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 2439 und 2701 für erledigt zu erklären. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das muss man erklären. Das ist der gleiche Antrag, den die Fraktionen hier gestellt haben von CDU, CSU und SPD, von der Regierungskoalition eingebracht, von der Bundesregierung eingebracht. Und deswegen
muss man ihn hier für obsolet erklären. Das hat der Bundestag gerade getan, denn der Antrag von CDU, CSU, das Gesetz von CDU, CSU und SPD ist ja eben hier verabschiedet worden. Also ein notwendiger Akt hier. Jetzt geht es noch um den Antrag der FDP zur Datenschutzgrundverordnung. Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz empfiehlt unter Buchstabe C seiner Beschlussempfehlung auf Buchstabe... Pardon, ich war zu schnell. Es geht hier um das Gesetz zur Einführung von Gruppenverfahren, einen Antrag der Grünen. ...abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Gesetzentwurf gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, bei Enthaltung der Fraktion Die Linke mit den Stimmen der übrigen Fraktion in zweiter Beratung abgelehnt. Ja. Nach unserer Geschäftsordnung entfällt damit die weitere Beratung. War ein Gesetzentwurf, kein Antrag. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zur FDP. Richtig. Verbraucherschutz. Und die auf der Drucksache in der Unterbuchstabe D seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 2741 eine Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung des Ausschusses? Wer stimmt dagegen? Enthält sich? Dann ist die Beschlussempfehlung mit den Stimmen der Koalitionsfraktion gegen die Stimmen der AfDP und FDP. Wie war es? Ach, haben dagegen gestimmt und Bündnis 90 Die Grünen und die Linke haben sich enthalten. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Ja, sechs Fraktionen sind halt sechs Fraktionen, nicht? Damit kommen wir zu. Ja, der Bundestagspräsident hat es gesagt, so einfach ist das oft nicht, gerade bei diesen Abstimmungen. Aber es muss natürlich alles korrekt vonstatten gehen. Übrigens, für diesen Zweck hat Wolfgang Schäuble auch Hilfe. Die neben ihm Sitzenden sind natürlich Bundestagsabgeordnete, aber hinter ihm sitzen Juristen, die ihm dann gelegentlich auch auf die Sprünge helfen können, wenn hier etwas mal unklar sein sollte. Die Abstimmungsverfahren aber, die kriegt er selber da noch geregelt, wobei es in der Tat bei sechs Fraktionen doch manchmal komplizierter ist als in der vergangenen Legislaturperiode. Aber da war er ja noch Bundesfinanzminister.